Das DC Universe ist in Bewegung und Jason Momoa mit ihm. Was er in seinem Talk mit James Gunn erfahren hat, erzähle ich euch heute. Es gibt außerdem einen Drehtermin für Captain America 4, ebenso wie den von Schwierigkeiten umgebenen Blade-Film im MCU. Es gibt Preisverleihungen, die ein bisschen zum Grinsen sind, spannende Sequel-Ankündigungen und natürlich die gewohnte Ladung Gerüchte hier in den Nerd News der Woche 3. Viel Spaß! Der Comic-Joker war schwanger und brachte dann Clayface zur Welt, zumindest scheinbar. Das klingt ziemlich schräg, ist aber in Matthew Rosenbergs letztem Run auf den Prinz des Verbrechens so ähnlich geschehen und hat für viele Diskussionen unter Comic-Fans gesorgt. Viele mochten die Story nicht, in der der Joker Satana beleidigt und dafür Schlamm schlucken muss. Den erbricht er später, was sich eben als Clayface oder zumindest ein Teil von diesem herausstellt. Autor Rosenberg stellte klar, dass der Joker aber nie wirklich schwanger war, dass die Story reiner Spaß war und keinerlei Anspielung auf Transgender-Fragen in Comics haben sollte. Was sagt ihr aber dazu? Sollte die LGBTQIA+-Szene deutlicher in Comics repräsentiert werden? Wäre es also gut gewesen, wenn der Joker wirklich schwanger gewesen wäre? Oder sollte die neunte Kunst reine Unterhaltung ohne zeitgenössische Problematiken abbilden? Eure Meinung in die Kommentare. Apropos DC, jetzt aber die Filmsparte. Jason Momoa hat sich mit den Chairman der DC Studios getroffen, also mit James Gunn und Peter Safran, und verbreitete dann ein inzwischen viral gegangenes Selfie-Video, in dem er sich überaus aufgeregt zeigt und andeutet, dass großartige Dinge im Kommen seien, er aber noch nicht darüber reden dürfe. Da schon länger Gerüchte umgehen, dass DC den Main Man alias Lobo, den außerirdischen, fluchenden, saufenden und rauchenden Kopfgeldjäger verfilmen wird und Momoa sehr an der Rolle interessiert ist, stehen die Anzeichen jetzt also wirklich gut, dass dieser Traum in Erfüllung gegangen ist. Denn dass sich Momoa, der laut eigener Aussage auch immer Aquaman sein wird, für einen dritten Teil der Atlantischen Sommerspiele so erwärmt, dürfte eher unwahrscheinlich sein. Da James Gunn in Kürze noch diesen Monat weitreichende Ankündigungen machen möchte, werden wir wohl bald mehr wissen, aber Momoa als Lobo wäre mein Tipp. Und wenn wir schon bei James Gunn sind, der hat vielsagend ein Foto von Grant Morrisons All-Star-Superman-Run gepostet, was die Theorie erhärtet, dass Gunn diesen Run sowie den New 52 Superman Omnibus als Grundlage für sein neues Superman-Franchise nehmen wird, was euer werter Comic-Laden-Dude bereits seit Wochen unermüdlich überall herumspekuliert. Den Omnibus lese ich tatsächlich jetzt gerade, liegt auf meinem Nachttisch, eine Review dazu und zu weiteren starken Comics bekommt ihr in den nächsten Wochen. Also Abo, Glocke, Like, ihr wisst ja, wie es geht. Einen noch vor dem Newsflash, denn der neue Trailer zu Invincible Staffel 2 ist gestern gedroppt, enttäuscht aber fast schon so ein bisschen, denn er besteht im Grunde aus einem Talk im Diner zwischen Mark Grayson und dem einäugigen Alien Alan. Der Talk ist natürlich extrem meta und spielt auf unglaublich viele Dinge an, sodass zum Beispiel klar scheint, dass vor allem Angstrom Levy der Hauptantagonist der zweiten Staffel sein wird, während der große Krieg gegen die Viltrumiten weiter vorbereitet wird. Den werden wir aber sicher nicht vor Staffel 3 oder eher sogar 4 sehen. Auch die Re-Anyman werden zurückkommen, das ist ja schon mal auch eine Ansage, denn die haben selbst Omni-Man so ein bisschen einen Run for his money gegeben. Und ob eventuell auch die Oliver-Storyline stattfindet, mehr sage ich mal aus Spoilergründen noch nicht, wird man sehen müssen. Es wäre fast ein bisschen früh, aber wir schauen da mal gespannt in die Zukunft. Ebenso wie auf das finale Startdatum, denn das wurde bisher nur mit Late 2023 angegeben. Da halten sich die Macher also noch bedeckt und somit alle Türen offen. Habt ihr den Trailer auch gesehen und habt ihr eine Meinung dazu? Dann haut sie mir in die Kommentare und wir sehen uns derweil im Newsflash die Nachrichten der Woche im Schnelldurchlauf an. Laut der Atlanta Journal Constitution und Lizzie Hill vom Cosmic Circus, also übereinstimmend aus zwei Quellen, starten die Dreharbeiten für Captain America 4 New World Order am 20. März 2023. Laut Daniel Richtman, einem recht zuverlässigen Scooper, am 27. März 2023, auf jeden Fall aber Ende März, und starten damit dann den globalen Krieg um das Adamantium, aus dem gerüchteweise wohl Teile des im Eternals-Film versteinerten Celestial Tiamut bestehen. Sowohl die Beteiligung von Harrison Ford als Ersatz für den verstorbenen William Hurt als Thaddeus Thunderbolt Ross ist in diesem Rahmen schon bekannt, als auch die möglichen Verbindungen zu Wolverine und natürlich der Gruppierung der Thunderbolts, eine Art Marvel-Version der Suicide Squad, die aus B-Liga-Schurken besteht, wird im Film alles vermutet, die bekommen auch ihren eigenen Film, es ist also jede Menge los. Am 23.05.2024 soll der Film dann in die Kinos kommen, allerdings ohne Hannah John Kamens Ghost,
Die ist in neuen Konzeptzeichnungen nämlich nicht mehr zu sehen, was wohl heißen dürfte, dass die Figur wegen uninteressant gedroppt wurde. Ist okay. Ant-Man and the Wasp Quantumania wird krass und düsterer als erwartet, wie auch Paul Rudd in einem kürzlich erfolgten Interview zugab. Und Thor, Love and Thunder, dahingehend als Inspiration nannte, insofern, dass in Ant-Man 3 ein tonaler Shift stattfinden sollte, nur eben in diesem Fall von lustig zu ernst statt andersrum. Im Zuge dessen wurden nun auch weitere Poster und Bilder veröffentlicht, so auch ein Poster mit Bill Murrays Charakter Kryler, der eine gemeinsame Vergangenheit mit Janet Van Dyne im Quantum Realm zu haben scheint und wohl noch so eine Comedic Edge mit reingeben dürfte. Auch der bisher beste Blick auf Hope's Wasp-Kostüm wurde released und ich finde auf jeden Fall cool, dass es wirklich ziemlich nach Vespa aussieht. Ich meine, hence the name, aber ja, mir gefällt's. Ich habe aber noch mehr First Looks für euch. Zum Beispiel den ersten Ganzkörpershot von Adam Warlock, von dem James Gunn, der ist echt überall im Moment, noch einiges zu sagen hat. Vor allem, dass Adam Warlock kein guter Charakter ist, sondern eher wie ein unglaublich starkes Baby, jenseits von Begriffen wie gut und böse steht, der vor allem seiner Mutter hörig ist und macht, was immer die gute Ayesha zu sagen hat, was wohl vor allem in Richtung Töte die Guardians gehen dürfte. Das ist eben auch der Grund, warum er sich ausgerechnet Will Poulter als Darsteller ausgesucht hatte, denn er wollte jemanden, der so eine gute Mischung aus ernst und komödiantisch, aus dramatisch und locker hat, und das hat er eben in Will Poulter gesehen. Ja, apropos sehen und noch mehr First Looks, auch Catherine Hahn sehen wir auf den ersten Fotos vom Set von Agatha Coven of Chaos in ihrer Paraderolle als Agnes alias Agatha Harkness. Sie tingelt auf den Bildern durch die Westview Mall, also durch das Einkaufszentrum, und ist somit auf jeden Fall im Ort geblieben. Und hinter ihr ist jemand, um den sich viele Gerüchte ranken, nämlich Joe Locke. Wen genau der gute Mann spielt, weiß man eigentlich noch nicht. Er wird aber unglaublich heiß als Billy Kaplan gehandelt, also einen der Söhne von Wanda Maximoff. Nochmal entsprechend gealtert und vermutlich ebenfalls magisch überaus begabt. Wie, warum, was da passiert sein könnte, wo ist der Bruder, was heißt das für die Scarlet Witch, keine Ahnung, aber Agatha hätte ja nicht das erste Mal jemanden aus dem Multiversum herbeigezaubert, um die Aufmerksamkeit von Wanda zu erregen. Und apropos Multiverse, Madness, Wanda, Strange, hier habt ihr noch einen vollen Blick auf den Supreme Strange, der von den Illuminati in Doctor Strange and the Multiverse of Madness am Ende via Black Bolt-Gebrüll dahingerafft wurde. Die finale Version des rasierten Doktors sah dann ja doch ein bisschen anders aus. Seine Statue vor dem Sanctum Sanctorum hat das Outfit aber fast 1:1 bekommen. Nice! Nicht ganz so nice waren die bisherigen Neuigkeiten, die aus dem Umfeld von Marvels Blade Reboot zu uns drangen. Erst wollte Wesley Snipes so gerne weiter Blade sein, was ja auch viele Fans wollten, aber dann wurde Mahershala Ali besetzt. Auch eine gute Wahl. Die Drehs sollten dann schon im Herbst 2022 beginnen. Das Skript wies aber große Schwächen und vor allem zwei extrem schwache Plotpoints auf, sodass das Drehbuch komplett neu von einem komplett neuen Schreiberteam verfasst wurde. Der Regisseur wurde ebenfalls ausgetauscht und es ist ein Wunder, dass Mahershala Ali immer noch Bock auf die ganze Kiste hat. Aber klar, MCU ist nun mal Money, Money, Money und Fame, aber vor allem Money. Daniel Richtman, schon wieder der alte Scooper, sagt nun an, dass die Drehs zu Blade am 30.05.2023 beginnen sollen. Quelle dafür sind nicht näher genannte Insider. Am 6. September 2024 soll sich Blade dann wieder durch die Horden der Vampire metzeln und ob der Film mit so vielen Schwierigkeiten dann wirklich gut wird, muss ich erstmal zeigen. Ich habe da so meine Zweifel. Dann noch ein bisschen Kleinkram. Wenig überraschend bekommt der sehr erfolgreiche Horrorfilm rund um die künstliche Intelligenzpuppe Megan einen Sequel spendiert. Die She-Hulk-Serie wurde für den 21. jährlichen Visual Effects Society Award nominiert. Ja. Ja, Entschuldigung, aber dieser alberne Shrek-Abklatsch, der lieber datet und twerkt, während die männlichen Helden die Welt retten müssen und damit ein Schlag ins Gesicht für jegliche Emanzipation ist, ist das Mieseste, das man in Sachen CGI in den letzten Jahren gesehen hat. Aber hey, vielleicht trinken die Jungs und Mädels von der Visual Effects Society ja gerne mal ein, wenn sie ihre Listen machen. Und immerhin hat mich diese Ankündigung wirklich mehr amüsiert als die gesamte Serie selbst. Ist ja auch ein Achievement. Noch ein finales Gerücht zum Newsflash-Abschluss. Regisseur David Ayer, der unter anderem den Suicide Squad-Film verbrochen hat, also die erste, nicht so brutale Version, behauptet, dass seine Schnittversion einen viel besseren Film abgegeben hätte und sein Film im Studio von DC praktisch zur Unkenntlichkeit massakriert wurde. Jetzt fordern natürlich die ersten Fans den Ayer-Cut und ich habe ein bisschen Angst, denn genauso lief es irgendwie am Anfang auch mit dem Snyder-Cut, der dann am Ende eigentlich in keinem Punkt besser war als der, naja, klassische Justice League Film. Es war einfach nur alles noch länger und noch entsättigter. Puh.
Zwei coole Gimmicks habe ich dann noch zum Abschluss, diesmal die Comics betreffend. Wie stark Spider-Man ist, wird meist unterschätzt. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, ich verlinke euch das hier oben. Und auch Superior Spider-Man ist nach Übernahme von Parkers Körper damals entsetzt gewesen, als er gemerkt hat, wie sehr Spider-Man sich offensichtlich immer zurückgehalten hat, um niemanden zu verletzen. In der neuesten, also vierten Ausgabe von Deadly Neighborhood Spider-Man verschlägt es Peter Parker in den Limbo, wo auch eine böse Version der Avengers wartet, die aufgehalten werden wollen. Auch Spidey spürt dann so ein bisschen den bösen Einfluss des Limbo und gibt zum ersten Mal in seinem Leben komplett nach, lässt seine gesamte Kraft frei und massakriert die Avengers spielend und im Alleingang. Wenn ihr euch also bisher gefragt habt, wer wirklich der stärkste Avenger ist, jetzt wisst ihr's. Last but not least, der Override-Code für Iron Mans Rüstung, falls euch der mal ans Leder will und ihr ihn stoppen wollt, der ist eine Art mathematischer Witz. Der Code liest sich wie folgt, ihr könnt es hier sehen, ich lese das auf gar keinen Fall vor. Gesehen haben wir das damals in Original Sin Nummer 7, als Nick Fury auf dem Mond erst Thor des Hammers unwürdig macht, indem er ihm sagt, dass Gorr, der Gottbutcher, damit recht hatte, dass alle Götter im Grunde useless sind, und stoppt dann Iron Man mit eben jenem Code. Falls ihr jetzt zufällig kein Doktor der Mathematik seid und den versteckten Witz quasi nicht gleich erkennt, das ist die sogenannte Hodge Conjecture, zu Deutsch die Vermutung des Hodge, und das war ein schottischer Mathematiker, der mit dieser Formel unglaublich vereinfacht gesagt darstellen wollte, dass es eine Art Bindeglied gibt zwischen superkomplexer Algebra und superkomplexer Geometrie. Das ist allerdings rein theoretisch und es ist unbelegt und bisher nicht nachgewiesen, ob diese Formel wirklich funktioniert oder nicht. Das ist quasi praktisch einfach nicht gelöst. Eine der großen, ungelösten Problematiken der Mathematik. Wenn ihr euch daran versuchen wollt, das Clay Mathematics Institute hat einen Preis von $1,000,000 für jeden ausgeschrieben, der die Formel beweisen oder widerlegen kann. Da die Formel vor allem im Ingenieurswesen relevant ist, passt sie sehr gut zu Iron Man, und da schließt sich der Kreis auch zum Ende der heutigen Ausgabe der Nerd News. Heute mal ohne den Comicladen-Dude vor der Kamera, aber ich sehe heute aus wie Eimer und es sollte auch ein bisschen schneller gehen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr Momoa als Lobo seht, habt ihr Bock auf Captain America 4 oder Blade und oder die Thunderbolts, wollt ihr Invincible sehen und liebt ihr Spider-Man jetzt noch ein bisschen mehr? Haut's mir in die Kommentare. Like, Share, Abo, ihr kennt die Routine, das kostet nichts, aber unterstützt den Kanal, und ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Passt auf euch auf. Dankeschön. Auf Wiedersehen.